Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Riding Out Baueditor. Ihr kennt das ja schon. So, ich sehe gerade, hier haben wir anscheinend... Ach, gucke, wie habe ich denn das gemacht? Warum ist denn hier das Heu und hier ist nichts an der Wand? Haha. Wie habe ich denn das gemacht? Das frage ich mich jetzt gerade allen Ernstes. Kann ich vielleicht... Boah, das wäre ja... Das wären ja ungeahnte Möglichkeiten, wenn ich das hier so ein bisschen versenken könnte. Ich glaube aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kommt. Echt nicht. Aber cool. Wegen der Außenwand. Ach, gucke mal da. Tahaha. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Klar, natürlich. Das fällt mir jetzt erst ein. Ha. Dann ist das hier unten zwar so ein kleiner Absatz. Nee, warte mal. Ist das aber hier hinten nicht, ne? Gut, das macht auch nichts, sonst machen wir hier unten einfach eine Mauer dran. Hahaha. Sieht vielleicht sowieso nochmal besser aus, weil ich das hier so ein bisschen absetze. Ja. Was macht ja nichts, dann machen wir einfach eine Verkleidung drumrum. Dass ich auf die Idee nicht schon viel früher gekommen bin. Tähä. ja, ja. Und ist da jetzt eben so ein kleines bisschen, aber es macht ja nichts. Das ist ja kein Thema. Ja, ja. Und so. In die Lücken hier könnte man ja immer noch was anderes reinpacken. Ist das jetzt das Gleiche? Ja, gut. So, und hier hinten noch rum. Tahaha. Jetzt haben wir einen erhöhten Stall mit Heu innen drin, ohne dass wir außen Heu haben. Ha! Oh. Das wollte ich nicht. Ja, wunderbar. Sehr cool. Ja, dann hätten wir das damit auch schon erledigt. Ich überlege nur, ob ich hier drin eigentlich auch irgendwie... Ich könnte mich echt erinnern, aber ich meine, die Texturen, vielleicht habe ich da irgendwie was bei mir. Ich muss das nochmal neu machen. Vielleicht habe ich da bei mir auch irgendwas kaputt gemacht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme hier drin das Holz. Das finde ich irgendwie besser als... Obwohl, das ist auch irgendwie nicht ganz so... Dann mache ich es so. Oder so. Das hier ist natürlich auch so ein typischer Sattelkammerboden eigentlich. Ich glaube, das mache ich so. So, und ich möchte jetzt auch mal mit euch mal eben das hier so ein bisschen erforschen, wie das aussieht im Stall. Oh, lauf mal ein bisschen flotter. Also, wie gesagt, wir haben hier unseren Putzplatz. Und so geht die Tür dann nach innen auf. Ja. Und wieder zu damit. Ach ja, schön. Ja, habt ihr wirklich richtig toll hinbekommen. Ich muss nur noch gucken. Ich muss die Türen anscheinend noch drehen, weil das ist natürlich recht unpraktisch, wenn die nach innen aufgehen. Das heißt, also die beiden hier hinten, die muss ich das jetzt auch noch farblich ein bisschen anders. Die hier muss ich verändern. Dann machen wir jetzt hier auf der anderen Seite auch mal noch den Check. Die muss ich auch drehen. Die hier ist in Ordnung. Die hier muss ich... Die ist auch in Ordnung. Okay, also die komplette Seite. Die drei hier.
Genau, die drei gehen nach innen auf. Ach so, ha, ich habe eine Idee. Genau, die gehen nämlich richtig auf. Ich muss mal schauen, kann ich das denn verändern? Er setzt sich ja eigentlich automatisch rein. Kann ich jetzt überhaupt annehmen? Ja, kann ich. Ich weiß es nicht. Muss ich echt mal... Ich weiß es nicht. Kann ich das irgendwie beeinflussen, in welche Richtung das aufgeht? Das wäre cool, wenn mir das mal jemand schreiben könnte. Also ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, wenn die nach innen aufgeht. Ich dachte mir nur, dann haut man die womöglich dem Pferd gegen die Beine. So, zack. So, erste Stalltour. Ich würde sagen, oh, voilà. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt hier mal um die Sattelkammer. Sattelkammer, wir haben natürlich jetzt noch nicht irgendwie was so für Böcke oder sowas, so Sattelböcke. Also, sowas hier könnte man quasi als Sattelbock nehmen. Sowas hier. Das wäre rein theoretisch schon möglich. Ich glaube, das mache ich auch. Was ich hier hinstellen würde, ist so ein... Nee, das ist ein Topf. Hoppala. Zurück. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Jetzt habe ich schon wieder die Wand hier im Visier. Wo haben wir das denn? Wo ist denn? Ich glaube, es ist doch irgendwo ein Eimer. Jetzt bin ich schon wieder blind. Ich merke das schon. Hier. Die würde ich hier vielleicht in die Ecke stellen. Obwohl, in die Ecken könnte man sonst auch Schränke stellen. Sonst macht man das. Moment, den stellen wir da hin. Dann stellen wir daneben einen zweckentfremdeten Sattelbock. Ist ja also ein Holzbock, aber vielleicht kann ich da auch, wie gesagt, so eine Art Sattelbock draus machen. Müssen wir uns jetzt einfach mal vorstellen. Okay, Schränke. So, dann stellen wir hier einen hin. Ja. So ungefähr. Ich glaube, so hängt er nicht in der Wand. Nee, genau, super. Wunderbar. Dann können wir hier noch... Wie groß ist so eine... Nee, die ist zu groß. Die wollte ich nicht rausreißen. Nee, die ist auch noch zu groß. So ein Hocker kann ja auch nicht schaden. Muss ich auch irgendwo draufsetzen können, um das Sattelzeug zu putzen. Hier stellen wir noch ein Regal hin. Ja. Und hier würde ich dann mal bei Gelegenheit, wenn es sich denn dann anbietet, wenn es dann sowas gibt, würde ich das machen, dass man hier eben, hoppala, dass man hier eben Sättel und sowas hinhängen kann. Aber wir brauchen hier natürlich auch ein bisschen Licht noch. Das war die Wandleuchte. Oder war es eine Deckenleuchte? Ich weiß es nicht. Egal, ich nehme einfach mal... Ja, gut. Das ist ja vielleicht im Feuer ist es vielleicht auch nicht so... mit dem Feuer ist es vielleicht nicht so gut im Holzbereich. Ja, das ist eher eine Deckenlampe als eine Wandlampe. Die, das ist auch eine Deckenlampe. Ja gut, eine Decke müssen wir sowieso noch reinziehen. Von daher, zack, zack, haben wir da jetzt einfach schon mal eine Decke rein. Da würde ich vielleicht die nehmen oder nehmen wir... Nee, dann nehmen wir die hier. Alles klar. Gut, weil jetzt können wir hier nämlich auch so eine Lampe reinpacken. Jetzt muss ich nur gucken, dass das auch
ordentlich von der Platzierung her hängt. Wo ist die hier? Müsste ich die nicht eigentlich auch einfach so hier durchdrehen können? Ja. Ich platziere sie einfach mal. Ich kann sie ja wieder wegnehmen, wenn es nicht passt. So richtig sieht man sie noch nicht, ne? Wir machen es jetzt etwas anders. So. Ja, so. Ich platziere die nämlich jetzt einfach so, dass ich die bei Tag platziere. So, und dann müsste eigentlich, wenn ich jetzt die Decke da drüber haue. Ja, und Holz. Ja. So sollte das. Ist ein bisschen dunkel hier drin, aber macht nichts. Gut, also, Sattelkammer hätten wir damit schon mal fertig. Was auch noch in den Stall gehört, was ich aber, ich weiß es nicht, oder packen wir es in die Sattelkammer? Doch, wir packen es vielleicht auf jeden Fall auch einmal in die Sattelkammer. Also, wir stellen auf jeden Fall auch noch einen Besen hier rein. Wo ist er? Wo ist er? Ich habe den jetzt wahrscheinlich schon besonders vorhin hochgedreht. Was habe ich denn hier jetzt genommen? Ah, ich habe das Regal genommen. Ah, ich muss runter damit. So, ja, da kommt er runter, da seilt er sich ab. So, den stellen wir hier hinten in die Ecke. So, zack. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist so ein Mistboy, so ein Mistfix. Das stellen wir hier mal neben das Regal. Ja. Zack. Aber ich finde, das gehört auch nochmal in die Stallgasse rein. Und zwar vielleicht so hier hinten hin. Oh, den Stuhl wollte ich gar nicht. So. Und hier würde ich nämlich auch nochmal einen Besen hinstellen, weil ich finde immer, Besen gehören auch nochmal in die Stallgasse. Ja. Zack. Und hier könnte man vielleicht auch mal so eine kleine Kommode hinstellen. Wo man so Kleinkram eben reinpackt. Oder auch so ein bisschen zum Dekorieren. Ja. Stellen wir auch noch mal so ein kleines Feuerchen vor. Ja, dem. Dem. So. Jawohl, da steht das doch gut. Ja, und jetzt muss ich mal noch gucken, wie ich das mache. Ich das mache mit der zweiten Etage. Ich brauche ja dafür. Ich sollte auf jeden Fall hier auch noch so ein, hoppala, so ein Fundament. Das kann ich ja alles wieder abreißen. Aber ich brauche ein Fundament. Das packen wir da hin. Dann brauche ich auch eine Wand. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Was macht denn der kleine Hund da hinter mir? Meine Güte hier, schreckt mich zu Tode. So. Aber Moment, das ist jetzt auch blöd, wenn du das fürs Pferd. Nee, das müssen wir anders machen. Das ist blöd fürs Pferd, wenn du genau das Fenster zustellst damit. Mach mal vielleicht lieber hier hinten hin, wo der Putzplatz ist. So. Ich überlege jetzt nur gerade, ob ich das tatsächlich so lasse. Und dann noch irgendwas reinbastel. Oder wie ich das mache. Ja, man könnte hier zum Beispiel auch so ein kleines Feuerlager auch reinbasteln. Wäre eine Möglichkeit. Okay, so will ich es aber nicht machen. Das können wir ja rein theoretisch auch so machen.
Gut, hier oben aber Holz. Oder nehmen wir hier auch das hier? Vielleicht nehmen wir tatsächlich auch das hier. So, dann brauchen wir jetzt noch eine Treppe. So, das bauen wir einmal da dran. Oh, jetzt muss ich mit der Treppe ein bisschen improvisieren. Dass die nicht, dass wir da nicht... Ja. Einmal zack. Und nochmal dran. Ich glaube, das passt nicht ganz, oder? Nee, die hier, die muss ein bisschen weiter... Ja, das passt schon so. Aber ihr seht, da ist jetzt ein kleiner, wie so ein kleiner Sprung drin. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich muss hier mit der Treppe noch einen Ticken runter. Machen wir, schließen wir hier so an. So. Teil 1 und Teil 2. Was ist das jetzt? Das passt doch auch schon wieder irgendwie nicht. Ja, aber das geht so. Wunderbar. Mit der Treppe hänge ich auch nirgendwo draußen. Dann machen wir jetzt die Treppe. Machen wir jetzt aber aus Holz. So. Das testen wir mal gerade. Wir müssten jetzt eigentlich noch hier drunter kommen. Jawohl, das kommen wir. Aber auch da brauche ich noch eine kleine Treppe hin. Wo ist jetzt die Treppe schon wieder? Habe ich die jetzt schon wieder im Boden versenkt? Oder habe ich die gar nicht angeklickt? Ich weiß es nicht. Ansonsten schauen wir einfach, da machen wir das nächste Mal hier, das Heulager fertig. Das hier haben wir ja jetzt soweit, da müssen wir eigentlich hochkommen. Jawohl. Sehr gut, genau, ohne Kante und ohne Übergang zum Stall, das ist wunderbar. So, weil dann kommt nämlich hier, ist das nämlich unser neuer Aufgang zum Heuboden. Und dann würde ich sagen, geht's morgen weiter hiermit und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, euch gefällt es bislang mit meiner Regelung hier. Oh, verflixt das hier, das wollte ich ja mal noch wieder dunkler machen. Der Dunkel einfärben. Das da? Genau. Ich glaube, ich hatte noch irgendwas vergessen. Oder? Nee, ich glaube, das war das Einzige. Ja, scheint so. Okay, ihr Lieben. Dann war es das für heute. Ich bin gespannt, wie ihr diese Regelung mit diesem kleinen Heulager hier findet. Wie gesagt, oben wird natürlich auch nochmal ein Heuboden hinkommen. Von daher war das jetzt nicht ganz so wichtig. Aber ich glaube einfach, dass es besser kommt, wenn ich das so mache. Oder ich setze hier halt noch weitere Wege drunter. Das ist ja auch eine Idee. Und mache das so, dass die Treppe hier so einen Aufgang hat. Wäre auch eine Möglichkeit. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Was ihr besser findet. Ja, und dann verabschiede ich mich für heute von euch. Und weiter geht es dann beim nächsten Mal. Gott, ich versuche immer noch das passende Abschlussbild zu finden. Ist aber auch schwierig heute. Machen wir es mal in der Sattelkammer. So, also Lieben, macht's gut und bis morgen. Tschüss.